Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kinder, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen hier zu den 18. zum 18. Mendelssohn-Wettbewerb hier im Augustinum. Und 18, die Zahl, da kann man ja schon wirklich sagen, dieser Wettbewerb ist mittlerweile volljährig geworden. Und an der Stelle gebührt natürlich auch der Dank, und er hält sich da immer so ein bisschen im Hintergrund. Herr Graf Lambsdorff, stehen Sie doch mal kurz auf, denn ohne diesen Mann würde es diesen... schön an die Seite. Ohne diesen Mann, der vor 18 Jahren diese Initiative ergriffen hat, gäbe es diesen Wettbewerb nicht. Und diese Wettbewerbe sind so wichtig, weil sie eben auch den Kleinsten die Möglichkeit geben, ihr Können auch mal zu präsentieren in einem würdigen Rahmen. Hier auch ein Dankeschön an das Augustinum, das ja auch immer den Raum und die Technik zur Verfügung stellt. Das ist etwas ganz Besonderes, und Herr Graf Lambsdorff, zum Ende, sollte ja nur ein kurzes Grußwort sein, gebührt Ihnen mal ein ganz, ganz dicker Applaus, und bleiben Sie uns und den Mendelssohn-Wettbewerb und den Mendelssohn-Tagen der Musik, die im Herbst wieder sein werden, gewogen. Und der Applaus, den Sie jetzt bekommen, nicht weil ich ein paar Worte gesagt habe, der gehört eindeutig Ihnen. Herr Graf Lambsdorff.